Wir haben in Jena das Problem, dass wir in einem Tal sind. Wir haben Fahrgastrekorde, also so viele Fahrgäste wie noch nie befördert. Eine komplette Verkehrsplanung vermisse ich in Jena, seitdem ich politisch aktiv bin und davor auch schon. Ich bin Andreas Möller, einer von zwei Geschäftsführern beim Jena Nahverkehr und bei der JES Verkehrsgesellschaft. Wie gut ist der ÖPNV in Jena momentan aufgestellt? Wir sind sehr stolz, dass wir in Jena in den letzten Jahren sehr viel erreicht haben. Wir haben Fahrgastrekorde, also so viele Fahrgäste wie noch nie befördert und damit natürlich auch unsere Umsatzerlöse steigern können und finden, dass wir da eine sehr hohe Akzeptanz in Jena haben und unseren Beitrag zum Klimawandel und auch zum Verkehrswandel leisten können. Allerdings ist jetzt die Pandemie dazwischen gekommen und für uns stellen sich nun ganz neue Herausforderungen. Was sind Probleme, die der Jena Nahverkehr zu bewältigen hat? Aktuell ist es die Corona-Pandemie, aber davon abgesehen sind es die Zukunftsherausforderungen. Jena ist eine ganz besondere Stadt, in der wir mit unseren Straßenbahnen und Bussen weiter in unsere Bedeutung wachsen wollen. Wir wollen mehr Fahrgäste befördern, wir wollen mehr davon überzeugen, dass sie ihr Auto stehen lassen und mit uns mitfahren. Und das wollen wir auch mit klimafreundlichen Technologien machen, also Elektromobilität umsetzen. Und das sind sehr viele Aufgaben gleichzeitig, die wir gerade zu bewältigen haben. Es macht aber auch unglaublich Spaß, da mitmachen zu dürfen. Gibt es momentan große Projekte oder Baustellen, welche der Nahverkehr betreibt? Es gibt immer große Vorhaben. Das, was uns in diesen Tagen am meisten beschäftigt, ist die Beschaffung von neuen Straßenbahnfahrzeugen. Wir werden unseren kompletten Fuhrpark in den nächsten Jahren erneuern. Wir werden größere Straßenbahnfahrzeuge beschaffen. Die sind nicht nur länger, sondern auch breiter und bieten damit noch mehr Komfort und auch Beförderungsmöglichkeiten für unsere Fahrgäste. Das kostet über 150 Millionen Euro. Das ist schon ein dickes Brett, was wir da gemeinsam mit den Stadtwerken Jena und in der Stadt zu bohren haben und fordert auch unser Unternehmen heraus, hier uns darauf vorzubereiten, alles anzupassen. Und das machen wir auch, indem wir uns auf dem Busmarkt mit E-Bussen mittlerweile beschäftigen und auch solche beschaffen. Aber wir schauen auch in ganz andere Felder der Mobilität. Zum Beispiel haben wir auch unsere Evita Mopeds hier in der Stadt im Angebot, wo über 100 Mopeds frei von jedem genutzt und gemietet werden können. Und wenn das noch nicht reicht, haben wir immer noch Pläne, auch in der Schublade, dass wir unsere Straßenbahnstrecke ausbauen wollen. Und hier ist das beste Beispiel die Verlängerung um über 1 Kilometer in das Wohngebiet Himmelreich im Norden der Stadt. Bei unseren Passanteninterviews wurde uns berichtet, dass die Taktzeiten der Straßenbahn am Samstag als zu lange empfunden werden. Wäre ein 15-Minuten-Takt von Straßenbahnen am Samstag realisierbar? Also wir fahren als einziges Verkehrsunternehmen in ganz Thüringen rund um die Uhr. Wir haben also keine Betriebspause. Allerdings gibt es da Spitzenzeiten, in denen wir sehr häufig fahren und wie Sie festgestellt haben, auch Zeiten wie zum Beispiel an Samstagen, in denen wir mit etwas gedehnteren Takten unterwegs sind. Nach unserer Einschätzung sind diese Taktzeiten ausreichend bisher. Das heißt, wir haben keine überfüllten Fahrzeuge oder auch Beschwerden von Kunden. Sollte der Wunsch bestehen, dass man hier etwas verdichtet, können wir das immer in enger Abstimmung mit der Stadt Jena vornehmen, die den sogenannten Nahverkehrsplan aufstellt und auch letztlich diejenige ist, die dann zu entscheiden hat, ob wir samstags häufiger fahren oder nicht. Und das wird sie auch immer an dem Aufwand, der damit verbunden ist, sprich also auch an den nötigen Euros messen. Wie sieht es mit der Pünktlichkeit in Jena aus? Gibt es Probleme bei der Zuverlässigkeit? Also wir haben auf den meisten Linien ja ein sehr hohes Taktangebot, sodass die Pünktlichkeit ein Qualitätsparameter ist, das wir sehr genau im Auge haben. Aber was jetzt dann, ob man jetzt 2 oder 3 Minuten später in der Innenstadt ankommt, vielleicht nicht so entscheidend ist. Was wir aber feststellen ist, dass durch die Tallage Jenas und wir teilen uns ja hier den Verkehrsraum mit wirklich allen Verkehrsteilnehmern, es immer wieder eine Herausforderung ist für unsere Busfahrerinnen und Fahrer und die Straßenbahn lenken, pünktlich an das Ziel zu kommen. Unsere Fahrgäste erwarten das. Das gelingt uns zu den Spitzenzeiten nicht wirklich, aber wir arbeiten auch mit der Stadt daran, sowas zu verbessern, also auch Wege zu beschleunigen, Ampelschaltungen für die Straßenbahn vorrangig zu gestalten.
Bei einer Umfrage, die wir vor kurzem gemacht haben, ist uns aufgefallen, dass viele die Ticketpreise als zu teuer empfinden. Ist in Zukunft eine Senkung der Ticketpreise geplant oder wird über eine Einführung eines Kurzstreckentickets diskutiert? Was unseren Aufwand, also unsere Kosten anbelangt, gibt es hier Entscheidungen im Stadtrat, wie hoch die Fahrpreise sein sollen. Letztlich wird diese Entscheidung dann im Aufsichtsrat der Stadtwerke Jena getroffen, aber es gibt hier auch politische Erwartungshaltung. Und klar ist, dass wir über unsere Ticketpreise nur einen Teil der Kosten decken können. Das heißt, wenn wir ohne Zuschüsse Dritter würden auskommen wollen, müssten unsere Fahrpreise 2-3 Mal höher sein. Das ist aber politisch nicht gewollt und so ist es immer wieder eine Frage, wie dieses System austariert wird. Die Zuschüsse für unser Verkehrsunternehmen steigen durchaus, nicht zuletzt, wenn wir jetzt neue Straßenbahnen beschaffen. Dazu bekennt sich auch die Stadt über die Stadtwerke Jena. Aber auch die Fahrpreise müssen hin und wieder nach oben angepasst werden, damit auch die Fahrgäste ihren Beitrag leisten können. Es gibt ein Beispiel, wo wir zukünftig Fahrpreise auch senken werden. Das ist die Kindereinzelfahrt. Hier werden wir den Rabatt von 25% auf ein Drittel erhöhen. Das ist auch ein politischer Wunsch gewesen, damit Kinder mobiler sind in der Stadt Jena. Und das werden wir, wenn alle zustimmen, auch im Sommer nächsten Jahres so umsetzen können. Eine Kurzstreckenkarte werden wir in Jena nicht einführen, aller Voraussicht nach, weil die Logik, die hinter so einem Kurzstreckenticket steht, auch eine ungerechte sein kann. Wenn man nämlich für 3 oder 4 Haltestellen nur bezahlt, ist das im Umfeld der Innenstadt durchaus gerecht. Wenn man aber beispielsweise in Lobeda Ost oder in Swetzen wohnt, ist das sehr ungerecht, weil man nach 4 Haltestellen längst noch nicht am Ziel ist. In unserer Umfrage wurde außerdem berichtet, dass die Anbindungen auf dem Land rund um Jena nicht wirklich gut funktionieren. Wird der Jener Nahverkehr in Zukunft etwas tun, um diese Leute besser zu erreichen? Die Stadt Jena, die Stadtwerke und der Jena Nahverkehr haben da sehr viel in den letzten Wochen und Monaten getan. Wir werden nämlich mit dem Landkreis und dem dortigen Regionalbusunternehmen, der JTS Verkehrsgesellschaft, ab Januar noch enger kooperieren. Wir werden gesellschaftsrechtlich als ein Mutter-Tochter-Modell fungieren und genau mit dem Ziel, das Angebot von Bussen und Bahnen in und um Jena aus einem Guss gestalten zu können. Also Bahn und Bus aus einem Guss ist unser Slogan. Und wir haben diese Notwendigkeit erkannt und freuen uns, dass die Stadt und der Landkreis hier wirklich enger zusammenrücken und im Interesse der Fahrgäste eine noch bessere Abstimmung vornehmen, als es bisher schon geschehen ist. Uns wurde außerdem berichtet, dass in den Hauptverkehrszeiten die Bahnen zu voll sind. Soll hier in Zukunft mehr Entlastung geben, durch zum Beispiel eine verdichtete Vertaktung auf einigen Linien? Wir haben uns das sehr genau angeschaut, insbesondere bei den Straßenbahnen. Wir haben in Jena die Besonderheit, dass wir Fahrzeuge haben, die nicht untereinander kuppelfähig sind. Wir können also nicht längere Züge bilden. Und wir haben 2-Richtungsfahrzeuge. Also wir verzichten im Wesentlichen auf Wendeschleifen, sodass wir auch in jedem Fahrzeug 2 Führerstände haben und Türen auf jeder Seite. Und bei der Größe der Fahrzeuge nimmt das schon sehr viel Platz für Fahrgäste. Und genau das war der Grund, weil wir festgestellt haben, in Spitzenzeiten sind unsere Fahrzeuge zu voll, auch schon vor Corona deutlich zu voll gewesen, dass wir dann unter derselben Prämisse, also 2-Richtungsfahrzeuge, nicht kuppelfähig, wesentlich längere Fahrzeuge, die sind heute 28, die längsten werden dann 42 Meter sein und auch breitere Fahrzeuge beschaffen können, die dann 2,40 Meter statt 2,30 Meter breit sind. Und das mag wenig klingen, 10 cm auf die Breite, aber auf so eine Wagenlänge hingesehen bietet das schon deutlich mehr Komfort und Beförderungsmöglichkeiten. Und so bereiten wir uns darauf vor, in Zukunft noch mehr Fahrgäste bequem befördern zu können. Es gibt ja mittlerweile in Jena 3 E-Busse. Wird es in nächster Zeit mehr E-Busse auf den Straßen Jenas geben? Und wenn ja, wann? Das ist unser Ziel. Von unseren 45 Dieselbussen, die wir heute noch haben, Gelenkbusse und Zweiachsbusse, wollen wir nach und nach auf den elektrischen Antrieb umstellen. Das ist der Antrieb der Zukunft. Wir haben heute 3 E-Busse im Einsatz auf der Linie 15. Die sind äußerst beliebt bei Fahrgästen, bei den Anwohnern, weil sie auch sehr leise sind und emissionsfrei sind und auch bei unserem Fahrpersonal. Und wir haben vor, nach und nach alle Busse auf elektrischen Antrieb umzustellen und werden da auch in den nächsten Jahren dann auch die
Wasserstofftechnologie, also die Brennstoffzelle, dort mit integrieren, sodass wir in ferner Zukunft durchaus Brennstoffzellenbusse im Einsatz haben werden, uns aber jetzt Stück für Stück auf diese Technologie hinbewegen. Und wenn der Freistaat Thüringen oder die Bundesrepublik uns unterstützen und auch ausreichend Fördermittel zur Verfügung stellen, werden wir das auch schaffen können. Aus eigener Kraft aber nicht. Sind demnächst weitere Straßenbahnprojekte oder neue Buslinien geplant? Die Stadt verabschiedet gerade in diesen Tagen im Stadtrat den neuen Nahverkehrsplan. Der schreibt für uns als Nahverkehrsunternehmen in Jena vor, welche Angebote wir in den nächsten Jahren vorzuhalten haben. Und da gibt es konkret immer noch die Absicht, die Straßenbahnen ins Himmelreich, in das Wohngebiet zu verlängern. Es gibt klar das Bekenntnis für die neuen Straßenbahnfahrzeuge. Darüber hinaus gibt es aber nur Perspektivplanung, heißt das also, man blickt weit in die Zukunft, ohne konkrete Umsetzungsansätze zu haben. Und auch die aktuelle Entwicklung im Rahmen der Pandemie lässt die Stadt, die Stadtwerke und den Jenaer Nahverkehr jetzt erstmal kurz innehalten und durchatmen und die angefangenen Projekte umsetzen. Vor allem bei Nacht ist es schwierig, wenn man beispielsweise vom Zug nach einem Bahn oder einem Bus erreichen möchte. Wenn wir in der Zukunft etwas tun, um im Allgemeinen Umsteigemöglichkeiten zwischen Bahn und Bus oder auch zwischen Zug und Bahn und Bus zu erleichtern? Also die Möglichkeiten sind hier vielfältig. Es gibt die Ideen, dass die physischen Umsteigemöglichkeiten, also der Bus hält auf der anderen Kante des Bahnsteiges, oder die Straßenbahn, dass wir sowas auch zukünftig stärker umsetzen wollen. Hier gibt es aber in Jena Beschränkungen, wenn Sie sich den Westbahnhof anschauen. Es gibt wirklich nicht viel Platz, da ideale Umsteigepunkte zu gestalten, sodass wir hier Ihre Frage aufgreifend uns auch die fahrplanseitige Gestaltung genauer anschauen und sagen, wir müssen dann eben schauen, dass wenn in Schwachlastzeiten, wie wir das nennen, also nachts oder am Wochenende Züge ankommen, auch Anschlussmöglichkeiten gegeben sind. Da sind allerdings auch Grenzen gesetzt. Wenn die Straßenbahn nachts im Stundentakt verkehrt, kann sie vielleicht am Paradiesbahnhof einen Anschluss herstellen, aber am Bahnhof Göschwitz nicht mehr. Also das so untereinander auszutarieren, ist immer wieder eine Abwägungsfrage und wir versuchen da durchaus auf Kundenwünsche einzugehen, müssen aber sagen, dass das uns nicht in jedem Fall abschließend gelingen wird. Wäre ein kostenloser ÖPNV umsetzbar oder was müsste passieren, damit diese Idee realisierbar wäre? Also wir weisen gern darauf hin, dass ein ÖPNV niemals kostenlos im Sinne, er kostet nichts, sein kann, sondern höchstens entgeltfrei für den Kunden, für den Fahrgast. Das halten wir für grundsätzlich möglich. Es gibt da Beispiele, auch in Europa, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in Tallinn, wo im städtischen Haushalt sehr viel Geld bereitgestellt wird, dass die Nutzerinnen und Nutzer der Straßenbahn und der Busse dort frei fahren können. Hier gilt aus unserer Sicht, es ist wichtig, dass wir dann eine stetige Finanzierung von Dritten bekämen. Also das kann nicht nur mal in einem Jahr sein, sondern das muss auch viele Jahre abgesichert sein, auch mit steigendem Aufwand, der damit verbunden ist. Aber wer A sagt, muss auch B sagen. Es sind in allererster Linie, bevor man etwas entgeltfrei anbieten möchte, Investitionen erforderlich in neue, größere, stärkere Fahrzeuge, mehr Strecken, mehr Buslinien, was Sie vorhin genau hinterfragt hatten. Und wenn man das in der richtigen Reihenfolge macht, nämlich den ÖPNV ausbaut, in den ÖPNV investiert und dann Tickets günstiger macht oder sogar gänzlich entgeltfrei, wäre das eine kluge Alternative. Allerdings sehen wir die jetzt hier konkret in Jena und in der Situation wirtschaftlich, in der sich unsere Stadt und die Stadtwerke und der Jenaer Nahverkehr befinden, nicht. Wann sollen neue Straßenbahnen in Jena etabliert werden? Gibt es dazu schon ein genaues Datum? Dazu gibt es schon genaue Daten. Wir freuen uns, dass in einem Jahr, also Ende 2022, die erste neue Straßenbahn hier auf dem Betriebshof angeliefert sein wird. Wir werden bis dahin Straßenbahnwerkstatt, Abstellfläche vom Betriebshof auch entsprechend nochmal umgebaut, angepasst haben. So ein Fahrzeug wird dann getestet auf Herz und Nieren. Es werden alle eingewiesen, die Werkstattmitarbeiter, die Fahrerinnen und Fahrer. Und dann gibt es auch eine Aufsichtsbehörde, die so ein Straßenbahnfahrzeug freigeben muss, nachdem es auch auf der Strecke getestet wurde. Und dann sind wir sehr optimistisch, dass wir im Frühjahr 2023 irgendwann mal einen Termin haben werden, bei dem wir dann unser neues Fahrzeug das erste Mal auf Linie einsetzen können. Das war schon mit unserem Interview. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie die Zeit genommen haben. Und ich danke euch.